Hallo und willkommen zu Update Wirtschaft. Ja, Sanktionen gegen Russland, haben die überhaupt Wirkung oder leiden nur wir wirtschaftlich darunter? Ist dann eigentlich alles umsonst? Würde ein Ölembargo helfen oder zerstört das dann komplett unsere Wirtschaft? Jetzt gibt es noch ein neues Sanktionspaket. Die EU-Staaten haben sich auf ein viertes Paket mit Sanktionen gegen Russland verständigt. Danach sind verboten Investitionen im russischen Energiesektor, außerdem Transaktionen mit 13 Staatsunternehmen. Und dann dürfen auch noch bestimmte Produkte aus Eisen und Stahl nicht mehr von Russland exportiert und in die europäischen Staaten eingeführt werden. Das vierte Sanktionspaket, also der Versuch, Russland durch Sanktionen in die Knie zu zwingen, den Krieg zu beenden. Eine Nachricht, die in diesen Tagen Hoffnung macht, dass Russlands Staat vielleicht pleite gehen könnte. Pleite heißt ja, ein Land kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Und ein möglicher Termin dafür wäre morgen. Russland muss nämlich für eine Staatsanleihe, also einen Kredit, mehr als 100 Millionen Dollar an Zinsen überweisen. Und zwar tatsächlich in Dollar, nicht etwa in Rubel. Weil aber viele Devisenreserven der Russen wegen der Sanktionen eingefroren sind, fragt man sich eben, ob Russland solche Zahlungen wirklich leisten kann oder ob dann die Pleite bevorsteht. Das halten etliche Volkswirte für sehr wahrscheinlich. Marcel Fratscher zum Beispiel, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW. Doch es gibt auch andere, die das nicht für so wahrscheinlich halten. Und da möchte ich mich unterhalten darüber mit Professor Christian Proagno von der Universität Bamberg. Hallo, Herr Proagno. Guten Morgen. Zu welchem Lager gehören Sie? Glauben Sie, dass die Zahlungsunfähigkeit da schnell bevorstehen könnte? Ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen der Zahlungsunfähigkeit und der Zahlungsbereitschaft. Tatsächlich glaube ich nicht, dass Russland in der Lage ist, 100 Millionen nicht zu zahlen. Das heißt, Russland kann sicher diesen Betrag überweisen. Es geht aber darum, ob sie tatsächlich diese Zahlung leisten möchte, weil letztendlich geht es hier auch um Machtpolitik und tatsächlich die Aussage gestern von dem russischen Finanzminister, dass sie einen Teil zumindest von diesen 100 Milliarden in Rubel auszahlen würden, vielleicht gehört es tatsächlich zu einem Machtspiel. Ja, und dieses Machtspiel wird ja noch eine ganze Zeit weitergehen. Die Frage ist auch, wie sieht denn das Ausland das? Also im April gibt es dann noch mal eine größere Zahlung. Die ist dann 2 Milliarden Dollar schwer. Wird die Lage da für Russland kritischer? Nein, sicherlich nicht. Also wir müssen uns erstmal im Klaren sein, dass die Staatsverschuldung in Russland gemessen am Bruttoinlandsprodukt relativ niedrig ist. Die ist ungefähr 20% des russischen Bruttoinlandsproduktes. Um das in Relation zu bringen, Deutschland hat gegenwärtig eine Staatsverschuldung von ungefähr 70% des Bruttoinlandsprodukts. Darüber hinaus muss man auch bedenken, dass ungefähr nur ein Fünftel von diesem Betrag tatsächlich Auslandsschulden sind. Der andere Teil ist ja in Rubel notiert. So gesehen reden wir von ungefähr 5% des Bruttoinlandsproduktes von Russland, die tatsächlich als Auslandsschulden angesehen werden müssen. Und somit, wenn wir wiederum uns vergewissern, dass letztendlich der Handelsbilanzüberschuss von Russland in etwa 6% des Bruttoinlandsproduktes beträgt, dann ist es wirklich nicht das Problem, dass Russland diese 2 Milliarden zahlen könnte. Und das ist wirklich die Unterscheidung, ob sie zahlen könnte, ob sie diese zahlen wird oder möchte, ist eine andere Frage. Dann scheint das ja jetzt nicht der springende Punkt zu sein. Aber wie sieht es aus mit den Sanktionen? Können die denn jetzt irgendwas bewirken, die früheren oder auch jetzt die neu beschlossenen? Ich glaube, diese Sanktionen zielen oder haben eher eine mittelfristige Wirkung. In der kurzen Frist ist, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt konzentrieren auf die SWIFT-Sanktionen. Diese betreffen nur 7 russische Banken und die 2 wichtigsten Banken, durch die ganze Abwicklung von den Öl- und Gasgeschäften, die sind nicht in diesen SWIFT-Sanktionen mit inbegriffen. Und das bedeutet, dass solange diese Banken nicht betroffen werden von den Sanktionen, kann Russland weiterhin an Devisen rankommen durch die Verkäufe von Öl und Gas. Also sprich, das Einzige, was Sie denken, was bewirken könnte, wäre, wenn man
Öl und Gas ein Embargo verhängt und somit dann da den Geldhahn zudreht? Ja, also ich glaube, wenn wir wirklich einen kurzfristigen Effekt, wirklich signifikanten Effekt auf die russische Wirtschaft sehen möchten, dann glaube ich schon, dass das der einzige Weg wäre. Die Frage ist wirklich, ob wir das auch möchten, weil das tatsächlich uns auch sehr wehtun würde. Jetzt heißt es ja, es kann zu Massenarbeitslosigkeit, Armut führen. Ist das tatsächlich so realistisch, dass das bei uns zu solchen Verwerfungen kommen kann? Ich glaube, Massenarbeitslosigkeit und Armut sind vielleicht Begriffe, die nicht zutreffen würden, auch weil wir in Deutschland durchaus in der sehr bequemen bis zu einem gewissen Punkt Lage sind, dass wir uns bei sehr niedrigen Zinsen verschulden können, sodass tatsächlich der fiskalische Spielraum für den deutschen Staat deutlich größer ist als bei anderen Ländern. Und somit könnten wir einen Ausfall von, sagen wir mal, 3% tatsächlich verkraften. Kann das unsere Industrie auch verkraften? Oder würden dann viele Bereiche stillstehen? Das ist tatsächlich etwas, das nicht ganz klar ist. Also es gibt Studien, die besagen, dass tatsächlich zum Beispiel die Studie von der Leopoldina, die sagt, dass tatsächlich ein Ölembargo verkraftbar wäre für die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, wir können Lower Bounds, also Untergrenzen für diese Effekte tatsächlich messen, aber wir können nicht die Obergrenzen tatsächlich so leicht beziffern. Und somit, auch wenn das in meiner Sicht moralisch richtig wäre, kompletten Öl- und Gasembargo zu verhängen. Ich würde nicht davon ausgehen, dass die Wirtschaft in Deutschland ganz glimpflich davon. Ein Öl- und Gasembargo hätte also vielleicht mehr Kraft, Russland dazu zu bringen, den Krieg zu beenden. Aber das klappt wohl nicht aus unserer Sicht. Danke, Professor Christian Proagno von der Universität Bamberg. Danke auch. Ja, es mehren sich aber trotzdem Stimmen, die fordern eben genau das, Energielieferungen aus Russland sofort zu stoppen. Das ist eben eine Frage der Moral, wenn es darum geht, eben auf Komfort zu verzichten. Aber eben, wie sieht es aus, wenn dadurch ein Land ökonomisch und sozial ins Wanken gerät, wenn Unternehmen dann reihenweise nicht mehr produzieren können, wegen möglicher Lieferengpässe oder weiter steigender Energiekosten vielleicht dann die Unternehmen pleite gehen. Hunderttausende Menschen ihre Arbeit verlieren und dann der soziale Zusammenhang in der Gesellschaft zerbrechen könnte. Genau so argumentiert ja eben auch die Politik. Es gibt Berechnungen, wonach ein Stopp russischer Energieimporte Deutschland 100 Milliarden Euro seiner Wirtschaftsleistung kosten könnte, das Bruttoinlandsprodukt um bis zu 3% niedriger ausfallen könnte. Zum Vergleich, in der Corona-Pandemie, die hat uns 4,5% gekostet. Auch ohne ein Embargo wird es schon eng für die Bürgerinnen und Unternehmen, weil die Energiepreise durch die Decke gehen. Bereits Ende Januar hat die Bundesregierung dagegen gesteuert und ein Maßnahmenpaket zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen beschlossen. Weitere Entlastungen sollen kommen, heißt es aus der Politik. Was genau ist noch unklar? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Melanie Böff aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion in Hamburg. Hallo. Hallo. Ja, Benzinpreisrabatt ist unter anderem geplant durch Finanzminister Lindner. Wer würde denn von sowas profitieren? Natürlich wäre das erst einmal eine Entlastung. Rechnerisch aber profitieren all jene, die schon jetzt große Autos fahren, die eben viel Benzin, viel Diesel verbrauchen. Und das ist ja jetzt nicht wirklich der umweltfreundlichste Ansatz. Aber wir haben noch ein zweites Problem. Und zwar unter Umständen könnten auch Unternehmen von diesem Tankrabatt profitieren. Und zwar nämlich all jene, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dienstwagen zur Verfügung stellen. Und das sind in Deutschland immerhin rund 5 Millionen, die hier auf unserer Straße rumfahren. Und getankt werden die eben auch häufig auf Kosten des Arbeitgebers. Das heißt, dieser Tankrabatt könnte auf eine gewisse Art und Weise eine Art Unternehmenssubvention darstellen. Und ganz generell muss man natürlich sagen, wenn der Staat hier Benzinpreise derart subventioniert, dann ist das nicht wirklich ein Anreiz, Sprit zu sparen. Gibt es denn Möglichkeiten, diese Anreize zu verstärken? Also welche Möglichkeiten hätte man da?
Es geht ja vor allem um den Anreiz, Energie weiterhin zu sparen, den zu erhalten. Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Ein Vorschlag kommt von Econtribute. Das ist ein Zusammenschluss der Universität Köln und Bonn. Und die könnten sich eben pauschale Zahlungen vorstellen, die sogar von den Strom- und Gasanbietern selbst durchgeführt werden würden. Der Vorteil wäre einfach, dass wir eine gute Datenlage haben, welcher Verbrauch hat tatsächlich stattgefunden in der Vergangenheit. Ein weiterer Vorteil, wie eben angesprochen, der Anreiz, weiterhin Energie zu sparen, der bleibt erhalten, der wird eben nicht torpediert. Allerdings haben wir auch noch einen Nachteil bei dieser Idee, und zwar haben Haushalte mit höheren Einkommen, die haben im Schnitt eben auch höhere Energiekosten und die würden dann natürlich auch mehr Geld bekommen, was nicht in jedem Fall fair wäre. Aber sicherlich ist es denkbar, diesen Betrag zu deckeln und da Regularien einzuführen, dass eben auch keine falschen Anreize gesetzt werden. Es gibt ja viele Vorschläge angesichts der hohen Benzinpreise und hohen Energiepreise, was man dabei immer hört. Wo bleibt denn jetzt der soziale Ausgleich? Man möchte ja verhindern, dass so per Gießkanne pauschal alle gleichmäßig entlastet werden. Aber wie könnte dann so ein sozialer Ausgleich aussehen? Natürlich gibt es auch da verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen könnte. Wir könnten etwa die Hartz-IV-Sätze, das Wohngeld, hochschrauben, inklusive einer Verminderung der Strompreise durch eine reduzierte Stromsteuer. Das wäre alles denkbar. Einige Dinge wurden ja auch schon umgesetzt. Etwa wurde der Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer erhöht. Und ab 1. Juli diesen Jahres müssen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mit der Stromrechnung eben nicht mehr die EEG-Umlage bezahlen. Kurz zur Erinnerung, die EEG-Umlage, die haben wir bisher immer bezahlt, um den Ausbau erneuerbarer Energien mitzufinanzieren. Das fällt künftig weg. Also hier sehen wir schon, es gibt einige Ideen, wo man beim Thema Wohnen und Strom noch weiter entlasten könnte. Na und was, wie hilft das dann denjenigen, die nicht viel Auto fahren? Naja, also vor allem denjenigen, die gerade Auto fahren, die sind ja wirklich angespannt. Die Pendler, von denen sprechen wir ja jetzt hier auch ganz viel in dieser Debatte, die sind wirklich unter Anspannung im Moment. Allerdings die Fernpendlerinnen und Fernpendler, die können sich freuen, die können künftig etwas mehr Geld zurückbekommen. Fernpendler, Fernpendlerin ist man übrigens, wenn man mehr als 20 Kilometer zur Arbeit fährt. Und die können jetzt eben künftig eine höhere Entfernungspauschale veranschlagen für einen Teil der Strecke. Allerdings, Stichwort sozialer Ausgleich, auch hier wieder Spitzenverdiener. Die werden bei diesem Modell eben noch stärker bevorteilt. Die Grünen haben da noch eine andere Idee, nämlich die eines sozial gestaffelten Energiegeldes. Wie genau sieht das aus? Was hat es damit auf sich? Ja, dieses sozial gestaffelte Energiegeld, das, so zumindest die Meinung der Grünen, soll genau das schaffen, was viele andere Maßnahmen eben zum Teil nicht schaffen, nämlich den sozialen Ausgleich. Die Idee ist, dass Haushalte Energiegeld überwiesen bekommen und jene Haushalte, wo die Haushaltskasse eben knapp ist, die bekommen mehr Geld als die Haushalte, wo mehr Einkommen zur Verfügung ist. Allerdings muss man sagen, wie dieses Energiegeld am Ende verteilt werden soll, wo es da Grenzen gibt, wie das alles finanziert werden soll, das steht noch überhaupt nicht fest. Da gibt es noch viel zu diskutieren in der Politik. Danke, Melanie Böff von der NDR Inforedaktion. Gerne. Ja, die Politik feilt da noch an dem richtigen Entlastungsweg. Sie muss zugleich aber eben auch eine schnelle Lösung parat haben, vielleicht als Zwischenlösung, weil eben viele Unternehmen akut gefährdet sind. Die Lkw-Fahrer und Spediteure zum Beispiel, darüber haben wir gestern gesprochen, die stehen vor einer Pleitewelle. Aber auch viele andere Branchen geraten in Not und das nicht nur aufgrund der hohen Energiepreise, sondern weil zunehmend Teile fehlen, die sonst aus Russland oder der Ukraine geliefert werden. Ganz stark betroffen aktuell die Autokonzerne. Noch weit schlimmer trifft es aber die Autozulieferer. VW musste wegen fehlender Teile seine Produktion in den Werken in Dresden und Zwickau bereits stoppen. Kann das im Moment aber noch ganz gut verschmerzen. Das hat man gestern gesehen, wie gut der Konzern die Folgen der Chipkrise gemeistert hat. So gut, dass man 15 Milliarden Euro Gewinn verbuchen konnte, 75% mehr als im Vorjahr. Jetzt aber gibt es eben Probleme, neue Probleme und VW reagiert darauf, auf seinen eigenen Zwangsstopp in den Fabriken und storniert Aufträge bei den Zulieferern im großen Stil. Einer dieser Zulieferer, die Firma KKT, verliert damit auf einen Schlag ein Fünftel ihres Umsatzes
und muss eben trotzdem weiter die eigenen Rechnungen bezahlen an Lieferanten und Rohstoffrechnungen. Da ist also Krisenstimmung. Das alles macht Sorge. Und jetzt kommt noch dazu, dass es in China eine neue Corona-Welle gibt. Und China versucht, mit drastischen Lockdowns die Lage in den Griff zu bekommen. Mehrere Städte, Millionen Städte sind lahmgelegt. Mit dabei Shenzhen und Shanghai, die zentralen Punkte der chinesischen Wirtschaft. Fabriken, die Smartphones, Autos und andere Produkte produzieren und in die ganze Welt liefern, die stehen dort still. Das dürfte auch wieder bei uns mit Verzögerung landen. Es dürfte zu Problemen, Unterbrechungen in den Lieferketten kommen. Wie sehr belastet das uns? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Hallo, Herr Krämer. Ja, hallo. Wie schwer wird das noch für uns, was da jetzt sich in China wieder anbahnt? Also es ist ja schon schwer für die Unternehmen in Deutschland im verarbeitenden Gewerbe. Es gibt eine Umfrage vom IFO und die besagt, dass ungefähr 80% der Unternehmen in Deutschland, in der Industrie, sich darüber beklagen, dass sie in ihrer Produktion physisch behindert sind durch das Fehlen von Vorprodukten und Vormaterialien. Also das ist schon da. Wenn jetzt in China Corona wieder um sich greift, es wieder zu Schließungen, Lockdowns kommt, dann ist das ein Argument dafür, dass die bereits bestehenden Lieferprobleme sich also nicht jetzt entspannen, sondern noch längere Zeit noch bestehen bleiben. Und ich schätze, das wird sich auch nicht vor Mitte des Jahres wesentlich ändern. Ja, wir haben ja gesehen, dass die alten Lieferprobleme mit deutlicher Verzögerung ankommen würden. Heißt das, dass wir für, also Mitte des Jahres, sagen Sie, kommt das bei uns an, heißt das, dass wir für den Rest des Jahres eigentlich unsere Wirtschaftskraft uns davon verabschieden können? Nein, das ist zu brutal formuliert. Sie müssen ja sehen, dass vom ersten Lockdown, wir hatten drei Lockdowns gehabt. Und in jedem Lockdown wurde die deutsche Wirtschaft zwar belastet, aber weniger stark belastet. Und gerade das verarbeitende Gewerbe hat relativ gut gelernt, mit der Situation zurechtzukommen. Aber sie haben natürlich eine riesige die Auftragsbücher sind wirklich prall gefüllt. So prall gefüllt wie zuletzt Anfang der 60er Jahre, als Deutschland ja noch im Wiederaufbaumodus war. Und diesen vielen Aufträge, die kann eben die deutsche Industrie nicht wirklich abarbeiten, weil immer noch herrscht ein Mangel an Vorprodukten und wegen der Situation in China, aber auch wegen des Krieges in der Ukraine, werden diese Lieferengpässe noch deutlich länger anhalten, als es vielleicht vor ein, zwei Monaten den Anschein hatte. Jetzt sieht man ja gerade bei den Autozulieferern ganz gut, egal wie groß das Auftragspolster ist, es besteht ja auch immer die Gefahr, dass Aufträge storniert werden. Was ist da zu erwarten oder was kann das zu Verwerfungen führen? Ja, also das Problem, dass mal Aufträge storniert werden, das ist wirklich nicht das Thema in der deutschen Industrie. Wie gesagt, die Auftragsbücher so prall gefüllt wie zuletzt Anfang der 60er Jahre. Das Hauptproblem ist eben, dass Materialengpässe da sind und die Unternehmen diese großen Aufträge einfach nicht so schnell abarbeiten können, wie sie gerne wollten. Da liegt das Problem, nicht, dass das eine oder andere Unternehmen vielleicht mal einen Auftrag storniert. Sind die Sorgen in China groß? Wir gucken mal auf die Aktienmärkte, wie da die Märkte reagiert haben. Die Einbrüche waren da schon erheblich. Wir haben in Shanghai einen Einbruch von 5%, in Hongkong sogar 6%. Tokio hält sich noch ganz gut. Wir können noch mal schauen, wie dann daraufhin die USA reagiert haben. Da war es nicht wie bei uns im Plus, sondern eben die Nasdaq besonders. Aber hat reagiert darauf und auch der marktbreite S&P 500. Können auch mal schauen, was heute der DAX daraus gemacht hat, der zum Handelsbeginn dann heute jetzt dann doch in die Knie geht. -1,7%. Wie ist zu erwarten, dass die Chinesen haben ja schon deutlich die Kurse da schon deutlich mehr nachgegeben in den vergangenen Tagen, dass das zu uns noch weiter rüber schwappt? Ja, also in China ist natürlich die Angst davor, dass die Amerikaner sogenannte Sekundärsanktionen erlassen. Also, wenn China jetzt Russland helfen sollte, zum Beispiel mit Hightech-Gütern, dann könnte es sein, dass die Amerikaner Sanktionen eben erlassen gegenüber China, um China für diese Hilfe für Russland zu bestrafen. Und das Ganze hängt wie ein Damoklesschwert über der chinesischen Volkswirtschaft und auch natürlich den chinesischen Werten, die an der Börse notiert sind. Hinzu kommt eben die Sorge, dass der Lockdown in China noch viel länger anhält und dass China nicht die Kraft hat, sich aus dieser Null-Corona-Politik zu befreien. Und das Ganze lastet natürlich auch bei uns hier
auf den Börsen, auf dem DAX, weil natürlich jeder hier in Frankfurt auf dem Parkett weiß, wenn China Lockdown macht, dann heißt das, dass die Lieferengpässe noch länger anhalten und das belastet auch unsere Börse. Also es wird, man braucht weiter sehr starke Nerven hier an der Börse in Deutschland. Jetzt gucken wir die ganze Zeit ja auch Richtung China, wegen der Frage, unterstützt China Russland? Kann sich China das leisten? Wie schätzen Sie da die Lage der Chinesen ein? Also grundsätzlich sind Russland und China in gewisser Weise verbündet, weil sie gemeinsam in Gegnerschaft sind zum westlichen Modell. Das muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite laviert China natürlich auch etwas herum, weil China weiß, wenn es Russland zu offen unterstützt, insbesondere beim Umgehen der westlichen Sanktionen, dann könnten die Amerikaner die vorhin von mir erwähnten Sekundärsanktionen erlassen gegenüber China und dann wäre die chinesische Wirtschaft noch mehr betroffen. Von daher glaube ich, dass die chinesische Führung diesen politischen Schulterschluss mit Russland weiterhin üben wird, aber was die wirtschaftliche Unterstützung anbelangt, lavieren wird, nicht zu viel tun, um nicht eben Sekundärsanktionen der Amerikaner zu provozieren, unter denen China dann wirtschaftlich leiden würde. Und China ist ohnehin schon im Rückwärtsgang begriffen wegen seiner Zero-Corona-Policy. Die Frage ist ja, also auch als Absatzmarkt Europa, kann sich wirklich China, könnte sich überhaupt anders positionieren? Oder glauben Sie, dieses Lavieren, zu keiner Seite richtig zuneigen, das bleibt ewig erhalten? Na, ewig nicht, aber bis auf Weiteres, die Chinesen müssen oder wollen halt pragmatisch durch diese sehr schwierige Phase hindurch steuern. Und wir haben ja unter Trump und jetzt auch unter dem jetzigen Präsidenten in Amerika ja weiterhin im Prinzip einen Handelskrieg der Amerikaner gegenüber China. Damit will eben der Westen den wirtschaftlichen, politischen und auch militärischen Aufstieg von China abbremsen. Und wenn jetzt China offen die ganzen Sanktionen umgehen würde des Westens, dann würden sicherlich zumindest die Amerikaner eins drauflegen. Und das will China eben momentan vermeiden. Und ich glaube, dieses pragmatische Durchlavieren, das wird auch noch in den kommenden Monaten, Quartalen mit Blick auf die chinesische Wirtschaftspolitik so weitergehen. Noch eine Frage zur Inflation, die uns ja jetzt gerade alle beschäftigt, belastet. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie weit wird das dieses Jahr noch gehen? Sehen wir da noch zweistellige Raten hier in Deutschland oder Europa? Ja gut, das ist schwer auszuschließen, nicht wahr? Es hängt natürlich davon ab, wo die Energie weitergeht. Aber Sie müssen auch sehen, jenseits des Auf- und Abs der Energiepreise, wir haben unglaublich viel Preisdruck in der Pipeline drin. Die Unternehmen haben die massiv gestiegenen Vorproduktepreise noch gar nicht vollständig an die Konsumenten weitergegeben. Und es könnte schon sein, dass wir jetzt im März, die Inflationszahl wird ja Ende des Monats publiziert, da könnte es schon sein, dass wir eine 7 vor dem Komma haben. Also wir haben ein mächtiges Inflationsproblem, auch hier im Euroraum. Wie kann die EZB darauf reagieren? Die EZB kann natürlich nicht verhindern, dass die Energiepreise so hoch sind, aber die EZB kann verhindern, dass die hohe Inflationsrate sich festsetzt. Das heißt, dass die Inflationserwartungen hier hochgehen und dass sie dann nicht mehr runterkommen von der hohen Inflation, wie wir das auch in den 70er Jahren gehabt haben. Und mit Blick auf diese Risiken, denke ich, ist es überfällig, dass die EZB zumindest den Fuß vom Gas nimmt, schwenkt zu einer neutralen Geldpolitik und damit ist sicherlich ein negativer Leitzins in keinster Weise vereinbar. Und höhere Zinsen auch nicht unbedingt so schnell. Ja, doch, ich würde schon sagen, wir haben ein massives Inflationsproblem. In jedem Monat, wo die Inflation so hoch bleibt, steigt das Risiko in Kombination mit einer extrem lockeren Geldpolitik, dass sich die Inflation verfestigt. Und hier ist entschiedenes Vorgehen erforderlich, wie beispielsweise es die Amerikaner ja auch vormachen, die in dieser Woche ja vermutlich ihren Leitzins zum ersten Mal erhöhen werden. Danke, Dr. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Danke für die Eindrücke. Gerne. Ja, die Wirtschaft hier bei uns leidet, die in Russland auch. Aber wie ist es eigentlich mit der ukrainischen Wirtschaft? Da mag man eben gar nicht dran denken, wie schlimm es dort ist, auch wegen des großen Leids dort. Was sagt einem da schon ein Wirtschaftseinbruch von 10%? Aber was schon erheblich ist, dass die Ukrainer, denen die Flucht geglückt ist, hier mit quasi nichts dastehen. Denn sie können mit ihrer Währung, mit ihrem Bargeld nichts anfangen. Banken lehnen es ab, ukrainische Devisen in Euro zu tauschen. Die Währung ist nicht mehr tauschbar, weil sie in einem kriegswirtschaftlichen Modus ist, so heißt das.
Die Banken suchen nach einer Lösung, die Bundesregierung auch. Aber eine schnelle Lösung wird es auch hier nicht geben. Hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten und Interviews zur aktuellen Lage in der Ukraine.